Fahrradfahren ist wohl die gesündeste und umweltschonendste Methode, sich von A nach B zu bewegen. Wie beliebt Fahrradfahren in Deutschland ist, zeigt ein Blick in die Statistik. Zurzeit sind mehr als 72 Millionen Fahrräder auf deutschen Straßen unterwegs. Wer nun in den Urlaub fährt und dort sein eigenes Fahrrad nutzen möchte, muss es ganz einfach mitnehmen. Dafür gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Obendrauf, hintendran oder innen drin. Gerade von Fahrraddachträgern sind Experten wenig begeistert. Herbert Köhler ist Inhaber eines Fahrradgeschäftes. Er kennt sich mit den verschiedenen Trägersystemen aus. Auf dem Auto ist ein bisschen problematisch, also eigentlich nur geeignet für leichte Sportfahrräder, weil sie halt einfach leicht zum Rauftun sind. Auch die Befestigungen sind natürlich nicht so massiv und durchs Fahren entstehen natürlich Schwingungen und kann sehr gefährlich sein. Bleib also nur im Auto oder hinten am Auto. Ein Trägersystem auf der Anhängerkupplung eignet sich bestens für längere Reisen. Die Anhängerkupplung, hier ein ausklappbares Modell, rastet ein. Dann wird das Trägersystem einfach auf die Hängerkupplung gesetzt und arretiert. Jetzt nur noch verschließen, die Stromverbindung anschließen und schon kann man die Räder aufladen. Damit es mit dem Beladen des Fahrradträgers etwas schneller und vor allem auch leichter funktioniert, alles, was beweglich ist und was schwer ist, abbauen, bevor das Ganze auf den Träger kommt. Das heißt, Trinkflasche beweglich weg, Fahrradkorb beweglich weg. Ganz wichtig, Akku bei E-Bikes. So ein E-Bike kann schon mal 30 Kilo wiegen. Der Akku ist teuer und schwer. Das heißt, der Akku vorher weg und auch der Tacho, der auf der Autobahn vielleicht mal verloren gehen könnte, einfach weg mit dem Ding und im Fahrzeug weiter transportieren. Dann wird das Ganze auch gut. Wie viele Räder man so transportieren kann, ist von der erlaubten Stützlast abhängig. Vor dem Beladen sollte man sich also sachkundig machen. Und wenn es dann gut geklappt hat mit dem Fahrradträger, trotz Sonne, Regen und anderer Schwierigkeiten, nicht vergessen, Diebe gibt es überall, also auch die Fahrräder auf dem Träger mit einem Schloss sichern. Und der Träger braucht unbedingt ein Kennzeichen, denn das eigentliche Nummernschild sieht man durch die Konstruktion ja kaum mehr. Aufgepasst beim Fahren! Das System verlängert das Auto. Einparksysteme funktionieren nicht mehr richtig. Auch das Fahrverhalten ändert sich mit der neuen Hecklast. Richtig komfortabel reisen die Räder innen drin. Aber da muss man kompromissbereit sein, denn Räder im Auto bedeutet weniger Passagiere. Dazu muss das Auto aber umgebaut, sprich die Rücksitze umgeklappt werden. Die Befestigung der Räder geht dann einfach, zum Beispiel über ein Universalsystem zum Einspannen. Das Universalsystem lässt sich kinderleicht auf die jeweilige Fahrzeugbreite einstellen, dann Vorderrad ausbauen, das Fahrrad in den Kofferraum wuchten, die Vorderradgabel mit dem Schnellspanner fixieren und dann kann es auch schon losgehen. Damit das System wirklich komfortabel ist, sollte man sich bei der Mitnahme auf ein Fahrrad beschränken. Vorteil ist natürlich auch, wenn man hochwertige Räder hat, sie werden nicht beschädigt, sie werden nicht verkratzt, es kommt kein Schmutz hin und sie ist diebstahlsicher, weil sie dem Auto einfach sauber untergebracht sind und da kann in der Regel nichts passieren. Nun kann die Fahrt im Auto gemeinsam mit den Rädern unbeschwert vonstatten gehen. Geschwindigkeit ist da kein Problem. Das sieht bei den Heckträgern allerdings anders aus. Wichtige Informationen liefern Gebrauchs- und Montageanleitung, aber auch das Typenschild des Trägers gibt Aufschluss. Nicht mit Volldampf über den Highway, man sollte nicht schneller als mit Tempo 130 unterwegs sein.